Stille Nacht, Schneeflöckchen weiß, fröhliche Weihnacht. Und noch zwei deutschsprachige Weihnachtslieder mehr machen wir jetzt. Dann sind es fünf, die ihr mit drei ganz einfachen Akkorden unterm Weihnachtsbaum spielen könnt. Los geht's. Wir machen diese Weihnachtslieder alle mit einem ganz einfachen Anschlagsmuster, einem Strumming-Pattern. Zwar immer ganz gleichmäßig mit dem Puls des Liedes. Egal, ob ihr das mit den Nägeln nach unten schlagt oder mit der Haut des Daumens oder mit dem Plektrum oder hin und her. Wir machen es ganz gleichmäßiges und auch die Akkorde sind ganz basal. Und zwar sind das A-Dur, E-Dur und D-Dur-Akkord. Hier ist schon mal der A-Dur-Akkord vorneweg. Das ist der erste. Drei Finger in einem Bund. Alle Seiten können gespielt werden und auf der D-, G- und B- oder H-Seite müssen wir im zweiten Bund greifen. Ich mache den Zeigefinger auf der D-Seite, Mittelfinger, G-Seite und auf der B- oder H-Seite den Ringfinger. So sieht er dann bei mir aus und so klingt er. Der nächste Akkord ist der E-Dur-Akkord, kommt auch öfter mit dem A-Dur-Akkord zusammen. Wieder drei Finger, alle Seiten können gespielt werden. Zeigefinger auf der G-Seite im ersten Bund, dann der Ringfinger auf der D-Seite im zweiten Bund und der Mittelfinger auf der A-Seite im zweiten Bund. Ungefähr so sieht er dann aus. Zack, 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 alle Seiten. E-Dur-Akkord. Und der dritte ist der D-Dur-Akkord. Drei Finger auch auf den dünnen drei Seiten. Zeigefinger auf der G-Seite, Ringfinger auf der B- oder H-Seite und Mittelfinger auf der E-Seite. Die dicke E-Seite nicht spielen. Das würde ein bisschen komisch klingen. A-Seite könnt ihr aber mitspielen. So ungefähr sollte er dann klingen und so ungefähr aussehen. Okay, A-Dur-Akkord, E-Dur-Akkord, D-Dur-Akkord. Und jetzt kommt das erste Lied. Stille Nacht, heilige Nacht. Es geht mit dem A-Dur-Akkord los und wir schlagen ganz gleichmäßig, versuchen aber eine Dreiergruppierung zu machen in unserem Puls. Das heißt 1, 2, 3, 1, 2. Das heißt, die 1 ist immer ein bisschen stärker betont. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute hochheilige Paar, holder Knabe im Land. Schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe. Sollte euch das bei diesem Lied oder bei den nächsten ein bisschen zu schnell gehen, guckt gerne unten in den Einstellungen bei diesem Zahnrad. Da könnt ihr die Abspielgeschwindigkeit verändern. Stellt sie gerne ein bisschen langsamer. Dann kommt ihr vielleicht entspannter mit dem Lied mit. Jetzt geht's weiter. Mit Schneeflöckchen Weißröckchen. Auch das hat einen gleichmäßigen Puls, der in Dreiergruppen denkt, sozusagen. Schneeflöckchen Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Und jetzt fröhliche Weihnacht überall. Das geht auch mit dem A-Dur-Akkord los. Und hier haben wir wieder ganz gleichmäßigen Rhythmus, aber eher so in Zweiern. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Darum alle stimmet in den Jubelton, denn
Es kommt das Licht der Welt von des Vaters Thron. Und vielleicht habt ihr es bei dieser Version gemerkt, die ist nicht ganz so perfekt für meine Gesangslage. Ich muss ganz schön tief gehen. Oder wenn ich es in einer höheren Lage singe, gleiche Akkorde. Fröhliche Weihnacht überall, tönt es durch die Lüfte froher Schall. Da wird es langsam ein bisschen hoch. Weihnachtston, Weihnachtsbaum. Das wäre ein Lied, was man in eine andere Tonart verlagern kann. Entweder mit den gleichen Akkorden und wir nehmen einen Capodaster, eine Barré-Klemme, klemmen die irgendwo hin, vierten, fünften Bund, spielen dann die gleichen Akkorde und dann können wir in einer angenehmeren Lage singen. Oder wir nehmen ganz andere Akkorde. Und ich schreibe euch jetzt zwei andere Varianten auf, die ihr nehmen könnt, immer anstatt A und E und D-Dur-Akkord. Wir haben jetzt immer benutzt A und D und E, die in grün. Ihr könnt aber anstatt dessen auch G, D und C spielen. Also immer anstatt A ein G, anstatt E ein D und anstatt D ein C. Also diese blauen gehören jetzt alle zusammen. Die könnt ihr an der Stelle verwenden. Oder noch eine andere Tonart geht, wo keine Barré-Akkorde dabei sind. Und zwar ein D, ein A und ein G in dieser Kombination. Immer anstelle, wo ich jetzt A spiele, ein D spielen, wo ich ein E spiele, ein A spielen und wo ich ein D spiele, ein G spielen. Dann habt ihr eine andere Lage für eure Stimme und es funktioniert vielleicht für euch ein bisschen besser. Das nächste Lied ist jetzt Ihr Kinderlein kommet und das ist auch eher so ein Zweier- oder einem Viererpuls. Ihr Kinderlein kommet, oh kommet doch all, zur Krippe herkommet in Bethlehems Stall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. Das fünfte ist jetzt Süßer die Glocken nie klingen. Wieder ist A-Dur der erste Akkord und wieder haben wir einen Dreierpuls. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Vielleicht ein bisschen schneller. Süßer die Glocken nie klingen als zu der Weihnachtszeit. Grad als ob Engelein singen, wieder von Frieden und Freude, wie sie gesungen zu heiliger Nacht, wie sie gesungen zu heiliger Nacht, Glocken mit heiligem Klang. Das war's jetzt eigentlich. Ein weiteres sechstes Lied könnte sein Kommet ihr Hirten, wer das kennt. Ein traditionelles deutschsprachiges auch. Funktioniert auch mit den gleichen drei Akkorden oder den anderen dreien, die ich euch da gezeigt habe. Wenn ihr noch eins kennt, was auch mit diesen drei oder drei Dur-Akkorden funktioniert, schreibt es gerne in die Kommentare. Das wäre für mich interessant, aber für andere wahrscheinlich auch, die vielleicht noch eins mehr können wollen. Ansonsten checkt gerne auch meine anderen Videos aus. Ich habe zum Beispiel eins, wo ich sehr berühmte Pop-Songs zeige, die man auch mit drei Dur-Akkorden spielen kann. Fünf Hits sozusagen. Ansonsten habt eine gute Weihnachtszeit und habt vor allen Dingen viel Spaß mit der Musik. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du kannst es liken, lass ein Like da oder abonniere meinen Kanal. Du kannst ihn abonnieren. Abonnieren, Baby. Und solltest du Interesse haben an wunderbaren Kursen, wo Musik ganz einfach wird und auch noch Spaß macht. What? Und auch noch Spaß macht, dann melde dich gerne bei mir oder folge unten dem Link zu meiner Homepage. Dankeschön. Alles Gute.